Ja, Leute, weiter geht's und zwar mit epische Duelle in Yu-Gi-Oh! Heute wieder natürlich ein Anime-Duell mit CK Phoenix zusammen und heute geht es mal nicht um Main-Characters, nein, nein, heute geht es wirklich um eben die Side-Character, um genau zu sein, um Bandit Keith gegen Rebecca Hawkins. Was interessant wird, definitiv, man wird sehen, wer gewinnt. Wie immer, das Ganze ist ein Best of Three, bedeutet also, ihr müsst, um alle Duelle zu sehen, beziehungsweise um zu sehen, wer das Match gewinnt, rüber zu CK Phoenix gehen, am Ende ebenfalls auch verlinkt, aber jetzt natürlich ab zum Deck. Und da sind wir auch schon beim Deck und Bandit Keith hat nicht so viele Karten, das bedeutet, wir können hier auch nicht so viel Spielraum machen, bedeutet, wir sind hier knapp über 40 Karten. Und nein, die 42 sind nicht richtig. Sieht natürlich gleich auch. Ja, wir haben hier sehr viele Tributmonster, die leider einfach sehr schwach sind. Wir haben hier Stufe 5, 1,5 ATK. Ja, krass, ey. Ja, müssen wir leider spielen, die Bricks. Die nehmen wir natürlich mit. Genauso wie hier eben zwei Tributen mit 2000. Ist natürlich sehr, sehr sad, aber so ist das Ganze. Nichtsdestotrotz haben wir trotzdem ein paar starke Monster. Wie mal 1,85. Wir haben hier 2,4. Ja, zwei Tribute. Ist natürlich ärgerlich. Und jetzt kommen wir zu ein paar Karten, auf die wir eingehen müssen, weil es ein kleines Problem gibt. Denn viele Karten sind im Master Duel nicht craftbar, bedeutet also müssen die Ersatz finden. Eine Karte zum Beispiel ist starker Wachposten und Posten. Man sieht es ja hier auch, wenn man eben hier draufklickt, die Karte kann nicht erzeugt werden und das bei einigen Karten. So bedeutet also, diese Karte kann nicht gecraftet werden. Wir haben jetzt Alternative hier eben für diese Karte hier eben starker Kontrollpunkt gemacht, der zwar erstmal einen Angriff triggert, aber nicht so trotzdem deine Handkarte raus. Ich denke mal, ist fair enough, von daher ist das eben der Ersatz. Dann ebenfalls gibt es hier eine Karte, und zwar Flug der Unterwelt. Einer der wenigen, wenn nicht sogar die einzige, ich glaube, es ist die einzige Zauberkarte, die du in der Standby-Phase aktivieren kannst. Das Ganze funktioniert technisch mit Master Duel nicht so gut. Wir können das nicht aus der Hand aktivieren, sondern müssen sie erst setzen und können sie dann eben erst in der Standby-Phase aktivieren. Bedeutet also, diese Karte ist nicht so, wie sie funktionieren sollte. Haben wir dementsprechend auch rausgekickt, haben dafür Schwerelosigkeit reingepackt. Ich denke mal, das Ganze ist okay. Genauso, wir haben hier Verwandlungskrug 2 drin, eigentlich ist hier Cyberkrug drin, ja, wie gesagt, das gleiche ist nicht craftbar, dementsprechend ist hier Verwandlungskrug 2 drin. So, jetzt gehen wir weiter zum Deck, denn wir haben hier dennoch ein paar nützliche Karten. Verwandlungskrug 2 ist nicht schlecht, wir haben hier Sprengkugel, wir haben Maschinenkönig, unser bestes Tributmonster, dann haben wir Pistolen 3, unser bestes 2 Tributmonster. Und dann haben wir noch hier einen halben Pseudo-Gott-Karte, die dann ebenfalls hier drin ist. Dann natürlich Staples, wie gesagt, alles rein da. Elegante Wohltäterin, Topf, Wiedergeburt, Verteidigungsstopp, echte gute Karte in diesem Format. Auch sehr gut, Ehrung an der Verdammten, auch eine gute Karte. Dann 7 vollendet, wo wir sehr stark werden können. Dann natürlich ein paar Bricks eben von dem Ritual, muss natürlich rein. MST, gute Karte. Zeitmaschine auch nicht schlecht. Also ihr seht, im Großen und Ganzen, wir haben hier eine gute Mischung aus doch sehr guten Karten, aber auch natürlich sehr uselessen Karten, die gar nichts bringen. Nicht mal, wenn man sie Tribut beschwört. Aber es ist das Deck. Ich würde sagen, wir gucken das Ganze jetzt mal an, wie das Ganze in der Praxis ist. Oh, Ärmel wieder hochkrempeln. Jetzt kommen die Asse aus dem Ärmel. Wollen wir mal sehen. Oh, interesting hand, interesting hand. Also ich sag mal so, für dieses Deck ist die Hand überwältigend gut. Nee, also nicht überwältigend, das klingt jetzt wär's voll krass. Also es ist eine gute Hand, aber ist es halt trotzdem schlecht. So, wollen wir mal gucken. Kannst was machen. Danke, ja genau. Das spiegelt eigentlich so wieder. Okay. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt verfahren soll hier in der Situation. Beschwöre Bodenangreifer! 1500, immerhin. Und setze 1, 2, verdeckt. Okay, na gut. Ja gut, das ist aber nicht so viel, ja. Dann ziehen wir mal. Ja, ich gehe ja auch, glaube ich, relativ entspannt an die Sache. Ich spiele hier ein Monster und eine Karte verdeckt und dann darfst du auch schon wieder. Man könnte denken, meine Karten... Was ist das denn? Meine Karten könnten was. Und zwar, ich spiele Verteidigungsstopp! Nein! Da ist nichts mit Verteidigen. Was ist, liegt da, hä? Nein! Oha, das ist voll gut. Dann, mein lieber kleiner Bulli-Bulli, Attacke! Hui. Oh, es kommt durch, geil. Ja, leider. Okay. Ja, dann setze ich eine Karte. Nimmst du. Okay, ja, dann bin ich schon unter Druck. So ein 1,5er unter Druck. Ja, halt wirklich. Was ist hier unter Druck? Ich hab gar nichts.
Dann wollen wir mal gucken, was du da verdeckt hast, weil das kann ich auch. Haha, du bist auf meinen Bluff reingefallen, das wollte ich doch. Willkommen, was? Bodenangreifer. Hey, komm, was zur Hölle? Ja, dann ja? Bin ich ein Monster verdeckt. Ja, krass. Und dann bist du. Oh Mann. So, ich wünschte, das Deck würde jetzt gute Tributmonster besitzen. da ist das nicht der Fall ist. Setzen wir die! Ich hab Angst vor Mirror Force, sowas von Angst vor Mirror Force. Battle Phase, Attacke! Ja, weißt du was? Ich hab auch genau 1,5. No way. Das wird jetzt ewig nervig werden hier. Was ist dieses Duell? Setz dich verdeckt. Na, bist du dann? Ja, nee, auf die neue. Oh nein, das ist gut, das ist gut. Das war was mein Counter gegen Mirror Force. Oh, ja, ah, voll gut eigentlich. Ja. Das ist mein Counter gegen Mirror Force. War mein Counter. War. Vergangenheitsform. Weißt du, was es heißt? Ja, weiß ich. So, dann machen wir mal hier und Er mauert. Was soll ich auch anderes tun? Ja, 1,5. Das ist nix. Ja, das ist für mich schon gerade schwierig, okay? Ja gut, wenn 1,5 für dich schon ein Problem darstellt, ja? Was stellt für dich dann? 1,85. Oh, das ist natürlich, das ist komplett schwierig. Ja, toll. Wenn ich die jetzt in Defense drehe, dann kann... Ja, egal. Ich habe so Angst vor Mirror Force. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Das ist okay. Ja, er hat kein Mirror Force. Vielleicht doch, man weiß es nicht. Okay, ja dann... Du hast eine Chance. Ja, ist richtig. Ziehen wir mal. Ach, Junge, kann ich mal irgendwas. Ist nicht schlecht, aber es gäbe in meiner aktuellen Situation Besseres, sagen wir mal so. Leg eh einen Sangan oder eine Hexe, die holt dir eine dumme Lilly und dann bin ich tot. Ja, oder so. Ja, komm, geh mal in die Offensive. Einen Bodenangreifer da weg. Tja, denkst du. Starker was? Kontrollpunkt! Oh mein Gott! Was? Nein. Schau dir meine Hand an! Du darfst den Angriff annullieren und ein Monster abwerfen! Ja, eben, ist doch gut. Ja, aber schau dir mein Monster an! Wenn ein Monster des Gegners einen Angriff trägt, sieh die Hand an, annulliere den Angriff, dann wirf ein Monster aus seiner Hand ab. Ja, starker Wachpostenersatz. So. Wenn diese Karte durch den Karteneffekt des Gegners auf den Friedhof gelegt wird, zieh zwei Karten. Das ist nicht dein Ernst. Warum spielst du denn überhaupt? Ich weiß es doch auch nicht, frag Rebecca! Was für. Nee, das ist total unfair! Top der Gier! Ja, lächerlich. Das ist ja jetzt komplett dumm. Dann mach du. Das Ding ist, da kommt dir gleich eine Infektionsfehl Lilly. Kann sein. Dementsprechend müssen wir jetzt hier unser Ass auspacken. Es geht nicht anders, mein Lieber. Also, wie eine Lilly alles unter Druck setzt. Ich muss das jetzt tun, Leute. Ich wette, die Karte hat nicht mal eine Animation. Jetzt. Was kommt jetzt? Ich opfere alle drei Monster! Was? Hä, was hat denn? Der Auslöscher des Bösen! Was ist denn jetzt los? Ja, die 3000. Nein, die für jede Karte, die du kontrollierst, 1000. Angriff. Ach du liebes bisschen. 3000. Ja, aber jetzt hat er 2000. Du kannst diese Karte zerstören. Okay. Falls diese Karte zerstört wird, diese Karte zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, zerstöre alle Karten auf dem Spielfeld. Okay, das ist schon Druck. So, mein Lieber. Dann bist du. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Situation. Beziehungsweise wäre es das, wenn ich nicht mein schwarzes Loch zur Hand hätte. Nein, Leute. Da ist natürlich nur noch eine Hexe. Es ist so lächerlich. Tut mir leid. Also elektrische Schlange auf den starken Wachposten. Es war schon.
Das war schon wild. Ja, ich höre mir mal einen Sangern. Nö, mir geht's gut. Also so in der Theorie geht's mir sehr gut. Dafür müsstest du mehr als ein Tribut anbieten. Ja, mehr als ein, das siehst du richtig. So, komm, bitte. Ich habe eine Karte, die... Hat dieses nicht. Ich habe eine Karte, die das Duell für mich noch entscheiden kann, aber... Echt? Eine nur. Eine einzige Karte, die es noch drehen kann. Aber ich ziehe sie natürlich gerade noch nicht. Okay, verstehe. Kannst mir ja auch noch 29 Züge Zeit lassen, dann vielleicht... Vielleicht, ja. Ja, dann beschwöre ich hier nochmal in Tenshinhan. Und dann greife ich an mit 1000. Ja, ich kann die Karte nicht mehr aktivieren. Okay, wild. Ja, dann bist du dran. Sehr nett von dir. Vor allem, da gammelt immer noch eine Lilly als Backup. Okay. I see. Ich. Hast du Schwanz? Oh, das tut sogar weh, je nachdem, was du hast. Oh, ja dann. Ey, es tut mir echt leid, also das ist schon fies. Weißt du, was aber ich hatte? Was ich verdeckt hatte, magische Störung. Ich hatte die auf der Hand, ich hätte die für Schwarzes noch behalten können. Aber meine Idee war ja, du greifst mit Lilly an, zerstörst ihn, das Feld wird gesprengt und dann wäre ja magische Störung für später gut gewesen. Dass du das Ganze mit Schwarzes noch machst, war natürlich ein bisschen schwierig für mich, sag ich mal so, wie es ist. Ne? Ja, das stimmt. Okay, ich verstehe die Strategie dahinter. Verdammt. Ja. Komm, sei Ehrenmann, lass Lilly es beenden. Na gut, dann mach ich so. 2000, 3000, let's go! Schade. So, Ärmel wurden hochgekrempelt, doch jetzt geht's natürlich darum, wer nächstes Mal dran ist. Und zwar Spin the Rod! Wer wird es sein? Es wird sein... Oh... Du wirst den Fünf-Götter-Drachen sehen. Oh, okay. Big Five also. Ja, Big Five, mein Lieber. Da wird's aber brenzlig, sag ich dir. Ja, das ist natürlich ein interessanter Charakter, beziehungsweise mehrere Charakter im einen. Und ja, ihr wisst gar nicht, welche Karte es spielt. Also seid gespannt bis nächste Woche. Denn ich sag mal so, da sind gute Karten drin, definitiv. Ich freue mich auf jeden Fall, diesen Charakter, beziehungsweise die Charaktere spielen zu können. Und jetzt natürlich, wenn ihr wissen wollt, wer das ganze Match heute gewonnen hat, dann geht mal rüber zu CK Phoenix. Dort geht eben Rest des Duells und natürlich auch, welchen Charakter er nächste Woche spielen wird. Also geht rüber. Ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.